Willkommen zurück bei Ultima 7. Wir sind immer noch dabei, die Höhlen unter Buccaneers Din zu erkunden. Oh, oh. Warte, Ratten. So. Was zu essen? Pfeile. Zu schwer. Warte, die können wir was wegnehmen. Zu schwer. Pack mal die Fußfallen hier. Ach, pack die doch einfach hier rein. Jetzt kannst du die Pfeile nehmen. Und er kann auch seine Fußangeln hier reinpacken. So. Gölderchen. Die können wir verkaufen, wenn wir wieder in Britannien sind. So. Gut. Und einen Hebel, haben wir gesagt. Vom. Wow! Gold, 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 Gold. Und eine altertümliche Rüstung. Du siehst eine fantastisch aussehende junge Frau mit verführerischen Augen. Hallo, mein Süßer. Wer bist denn du? Ich bin Skinwalker. Freut mich, dich kennenzulernen, Skinwalker. Und wer bist du? Nenn mich einfach Metze. Sie wirft dir eine Kusshand zu. Und dein Beruf? Sie bricht in schallendes Gelächter aus. Du machst wohl Witze. Dann reißt sie sich zusammen und sagt, es ist meine Aufgabe, es dir so angenehm wie nur möglich zu machen, solange du dich hier in den Bädern aufhältst. Aha, in den Bädern. Ich arbeite hier schon, seit sie eröffnet wurden. Ich finde das großartig, ich fühle mich kein bisschen ausgebeutet. Ich verdiene haufenweise Gold und führe ein angenehmes Leben. Sie zwinkert dir zu. Ich lerne noch viele nette Männer kennen. Ja gut, nun ja, wir können zum Beispiel in der Quelle baden. Oder ich könnte dich massieren. Oder wir können miteinander sprechen. Oder du kommst mit mir in den Gemeinschaftsraum und ich zeig dir meinen Beruf. Okay, warte, danke, leb wohl, tschüss. Ich denke mal, das brauchen wir nicht. Lass uns mal raus hier. Wie komme ich jetzt hier raus? Hier lang. Moin. Ah, lass mich raten, hier muss ich von der anderen Seite rein. Na gut. Pass auf. Jetzt gehen wir einfach den Weg zurück. Ich gucke mich mal oberirdisch um, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Weil das hier verschwendet, glaube ich, unsere Zeit. So. Missy kann ihren Pfeil wieder haben. Ich gehe jetzt einfach mal hier wieder raus. In der Hoffnung, dass wir oberirdisch weiterkommen. Oh, da ist das Ding schon wieder. Oh, oh, die stirbt. Oh Gott. Sag, du hast es überlebt. Ja, sie hat es überlebt. So. Heilen? Genau. Okay, wir sollten mal wieder schlafen und uns auskurieren. Ja. Ich werde mal schnell nach oben gehen. Ich beobachte euch alle. Ja, das freut mich. Freunde, könnt ihr mich mal bitte hier durchlassen? Danke.
Ah, hier. Hier sind die Bäder. Du siehst einen gut aussehenden, muskulösen Mann, der etwas Unheilverkündendes ausstrahlt. Glenno, zu euren Diensten. Ich verwalte die Bäder. Der Eintritt kostet 300 Goldstücke. Und alles ist in diesem Festpreis inbegriffen. Sogar Trinkgelder. Wollt ihr eintreten? Moment, 300 pro Person. Ne. Tschüss. Dann nehme ich lieber einen Geheimgang. Aha. Gasthaus. Komm mal her, mein Freund. Was gibt's? Fragt Mol. Mein Name ist Mol. Ah ja, das kennen wir ja schon. Genau. Ja, gut. Kennen wir? Dann gehört ihr hier der Laden. Du siehst eine Frau in den 50ern, die wohl in jüngeren Jahren eine Piratenbraut war. Trotz ihrer Derbheit strahlt sie etwas Mütterliches aus. Name. Ich heiße Mandy. Achso, ich heiße Mandy. Gut, ich hätte gern ein Zimmer. Unsere Zimmer kosten 10 Gold pro Person. Das einzige, das jetzt frei wird, ist das Südwestzimmer. Die anderen beiden sind schon belegt. Wollt ihr das Zimmer? Ja. Hier ist der Schlüssel. Er schließt aber nur, solange ihr das Haus nicht verlasst. Danke. Gut, Freunde. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Der da. Gut. Ich würde sagen, wir legen uns erstmal schlafen. Nach wie vielen Stunden sollen wir euch wecken? Einmal voll, bitte. Danke. So, guten Morgen. Kommt mal bitte zusammen. Es gibt erstmal was zu speisen, genau. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6. Gut. So, was haben wir noch? Verschlossen? Nicht für mich. Nein. Geöffnet. Oh. Versperrt. Ein Untier für Kambalo. Okay, brauchen wir nicht. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist der Hafen. Oh. Entschuldigung, wollte nicht stören. Ja, da sind wir soweit durch. Ich dachte, hier gibt es doch ein bisschen mehr zu entdecken. Hier waren wir schon. Hallo Hunde. Achso, jetzt schlafen die alle schon. Ah. Gemeinschaftshaus nehme ich mal an. Ach, hier. Hier ist der Abstellraum. Das heißt, es wird hier eine Geheimtür geben. Aha. Du siehst einen vergnügten Mann mit einem breiten Lachen auf seinem Gesicht. Ganz offensichtlich genießt er sein Leben. Er bemerkt ein Medaillon. Freund der Gemeinschaft, wie geht es euch? Ich hoffe, eure Reise nach Bacanestin war nicht zu strapaziös. Willkommen auf unserer Insel. Gut, der Würfel vibriert.
und ich erkenne in euch den Avatar. Ich weiß, dass ihr zu Tode verurteilt seid. Danak lächelt, als hätte er eine Einladung des Königs ausgesprochen. Huck, der Würfel vibriert. Ein Mann mit einem Haken? Aber das ist ja auch sein Name, Huck. Er lebt hier auf der Insel. Sein Quartier befindet sich in der Höhle des Seeräubers. Katakomben hinter dem Haus der Spiele. Wenn ihr es aufsuchen wollt, fragt Syntak, den Wachmann, nach Huck. Ihr werdet natürlich wissen, dass Huck der oberste Henker der Gemeinschaft ist. Zusammen mit einem Assistenten, dem Gargoyle Forskis. Ich habe mir sagen lassen, dass der Name dieses Gargoyle so viel bedeutet wie Handlanger. Er ist ein raubeiniger, flügelloser Gargoyle, der Huck bei seinen Untaten hilft. Ich glaube, er wohnt mit Huck zusammen in den Katakomben. So ist es. Huck erledigt die Drecksarbeit für die Gemeinschaft. Er wurde vom Meister Disnell in Jelom ausgebildet, bei dem auch alle vorigen Henker in die Lehre gegangen sind. Disnell war übrigens der erste Henker der Gemeinschaft. Und du bist? Ich bin vorübergehend der Leiter der Niederlassung der Gemeinschaft hier im Bakanjestin. Unser amtierender Superior, Abraham, ist zurzeit in geschäftlichen Angelegenheiten der Gemeinschaft unterwegs. Abraham gehört zu den Mitgliedern des inneren Kreises der Gemeinschaft. Er und seine Kollegin Elisabeth bereisen das Land regelmäßig. Sie verteilen dabei gewöhnlich das Kapital der Organisation oder sammeln es ein und wickeln Geschäfte mit anderen Zweigstellen ab. Genau, die kennen wir ja schon. Der Würfel vibriert. Ah, er ist übrigens zuständig für Hinrichtungen. Außerdem betrügt er beim Kartenspiel. Gut, dann brauchen wir nicht mehr wissen. Der Würfel vibriert. Da ist der Würfel. Nö, geht nicht. Gut. Ja. Wie kommen wir jetzt so weiter? Wir müssen, glaube ich, zur Insel des Avatars jetzt. Oder warte mal, wir fragen mal einfach unseren Herr. Oh, wo ist die Uhr? Da. Wie kann ich euch helfen? Er ist eine Verkörperung des Bösen. Er muss unbedingt aufgehalten werden. Das wissen wir? Okay, er kann uns nicht helfen. Hier oh, warte mal! Wenn die jetzt alle schlafen... Wenn die jetzt alle schlafen... Dann schläft doch vielleicht auch... Dann schläft doch vielleicht auch Huck in seinem Gemach. War das hier oder war das unten? War unten, wa? Genau, oben war die Folterkammer. Und hier unten hinter dem Baum, der jetzt nicht da ist, hier, schläft Huck. Der natürlich nicht da ist. Es wäre ja zu einfach gewesen. Oh, da kommt schon wieder das unterirdische Tentakelmonster. Aber hier ist Stein, hier kannst du nicht rein. Oder bohrt sich der Tentakel auch durch Stein durch? Tatsache. Tatsache, seht ihr das? Oh, shit. So. Ja, und hier kommen wir wieder raus. Ja, es bringt uns aber alles nicht weiter. Wir müssen zur Insel des Avatar. Was ist mit ihm hier? Du siehst einen dicken, fröhlich aussehenden Kaufmann. Hallo, wie geht es euch, mein Freund?
Budo der Vierte zu euren Diensten. Es ist ein schöner Tag heute, nicht wahr? Ich bin Ausstatter vom Beruf, genau wie mein Vater vor mir und sein Vater davor und dessen Vater vor ihm. Budos Ausstattungshaus ist eine Inseltradition, wie es auch einst die Gemeinschaft sein wird. Wenn ihr an Waffen und Rüstung oder Schiffsurkunde interessiert seid, solltet ihr mein Geschäft beehren, wenn es geöffnet ist. Es würde mich freuen, euch dann behilflich sein zu können. Der Würfel vibriert für einen Augenblick. Dieses Schiff liegt hier des Öfteren an. Es fährt regelmäßig zum Festland, macht hier Halt und fährt dann weiter zur Insel des Avatar. Dann die gleiche Fahrt in umgekehrter Richtung. Wieder Insel des Avatar. So, er sagt, er hätte jetzt geschlossen. Das heißt, wir werden jetzt schlafen und werden ihn dann nochmal fragen, in der Hoffnung, dass er dann offen hat. So, guten Morgen. Gut. Und jetzt hat er bestimmt offen. Guten Morgen, Budos. Ja, Beruf, genau. Dann seid ihr hier am richtigen Ort. Zubehör. Ich führe eine Vielzahl verschiedenster nützlicher Dinge, die euer Leben bequemer machen. Fackeln und Dietriche brauchen wir nicht. Zetzetze, mir bricht das Herz. Dolch, Bogen, Schwert, Hellebarden, Pfeile, Bolzen. Na gut, nichts von Bedeutung. Dann leb wohl. Insel des Avatar. Schade, ich dachte, ich finde Hook. Ich gucke gerade auf meine schlaue Karte, wo die Insel des Avatar ist. YOLO, mach mal bitte auf. So. Das ist Nummer Ginzia. Das ist Turfin. Ah, hier. Das ist Insel des Avatar. Okay. Dann lass uns mal gucken, ob wir dort Hook finden. Nein. Wo sind wir jetzt? Ah doch, wir sind hier. Wir sind richtig. Okay. Das soll die Insel des Avatar sein. Hier sind Schiffe. Okay. Oh, hier ist ein großes Haus. Aber nichts, was uns weiterhilft. Okay. Okay. Ah, hier. Wow. So, Insel des Avatar. Tempel des Kodex. Verschlossen. Dann gehen wir mal wieder unsere Schlüssel durch. Den hat man noch nirgendwo eingesetzt. Nö.
Nö, wir kommen hier nicht rein. Mal gucken, ob der Knochenschlüssel funktioniert. Nee. Seltsam, funktioniert nicht. Ja, dann müssen wir wieder nach Bacchanistin zurück und zusehen, dass wir hier weiterkommen. Do you really know where you're going, Avatar? Ja, ich weiß es. Ich will hier rein. Ih, deine Lache ist eklig. So. Versperrt, warte. Zwischen diesen Säulen, auf diesem Sockel, befand sich einmal der Kodex der höchsten Weisheit. Jetzt befindet er sich in der unendlichen Dunkelheit, im Reich der Leere, und leuchtet Menschen und Gargoyles das Licht des Wissens. Die, die von dem darin enthaltenen Wissen lernen wollen, müssen die Linsen so zueinander ausrichten, wie es schon der Avatar vor mehr als 200 Jahren tat, Lord British. Die Suche nach der Singularität durch Kontrolle, Leidenschaft und Fleiß, Lord Draximusum. Das war Ultima 5 oder 6? Ultima 6, glaube ich. Codex of Wisdom. Da sind wir aber hier falsch. Doch, das ist die Insel des Avatar. Aber was sollen wir denn hier? Ach doch, hier ist eine Höhle. Funktioniert nicht. Seltsam, es funktioniert nicht. Ja gut. Wir sind hier richtig, aber wir sind hier zu früh. Es scheint, als müsste ich nach Bucaniersdin zurück, um dort noch mehr Spuren zu sammeln. Wir haben jetzt mehrere Hinweise gefunden auf die Insel des Avatar. Aber damit allein ist es nicht getan. Wir müssen nochmal nach Bucaniersdin zurück. Genau, hier sind wir richtig. So. Okay. Wo gehen wir jetzt am besten hin? So, hier waren wir schon. Haben wir noch mit irgendjemandem noch nicht gesprochen? Der Zigeuner. Der Mann sieht erstaunt aus und sagt, ich arbeite jetzt nicht, bitte lass mich in Ruhe. Komm in die Bäder in den späten Abendstunden. Okay. Ein Untier für Kambalo. Das brauchte ich an... Ach so, das ist Mol. Die Frau sieht überrascht aus und sagt, ich arbeite jetzt nicht, bitte respektiere das. Na gut. So. Dip, 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 dip.
Dann lass uns doch mal hier gucken. Der Typ ist immer noch nicht da. Hier war eine Sackgasse. Hier war auch eine Sackgasse. Gut. Ey, hört auf mich zu hauen. So, wo kommt man hier noch hin? Oh, da verfolgt uns wieder so ein komisches Ding. Zwei sogar. Na gut, dann sterbt. Seht ihr? Ich möchte euch doch nicht verletzen. Ach ja, richtig, hier waren wir ja schon. Das bringt uns also nicht weiter. So, jetzt müssen wir wirklich sehen. Da müssen wir oben an der Folterkammer. Die verzauberte Tür. Da müssen wir durch. Na gut. Dann werden wir dort nach oben gehen müssen. Und zusehen. Viel besser. So. Alles klar. Ja, dann sind wir genau da. Wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Begonnen haben. Und durch diese... Oh! Oh! Weißt du was? Setz das mal auf. Ich gehe mal schnell durch. Ich tausche schon mal bei der Gelegenheit die Helme durch. Aha. Passt nicht. So. Passt nicht. Ach Mann. So. Na gut. Passt nicht. Die Dinge habe ich noch nie gebraucht. Mal gucken, ob ich den Helm loswerde. Zu schwer? Komm, hier, nimm du. Genau. So, da kann ich die auch mitnehmen. Vielleicht kann ich sie ja noch irgendwann mal gebrauchen. Und den Stab hier? Passt nirgendwo. Oh Gott, ich glaube, ich muss mal wieder nach Britannien zurück und alles ablegen. Zu schwer? Hast du immer noch die... Nee, die Fußangeln sind schon längst weg. Okay. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Gibt es hier einen Geheimgang? Nö. Hä? Oh! Okay. Die Tür? Passt nicht. Passt nicht. So. Und so. Jetzt hätte ich gerne einen Zauberschlüssel. Da ist er. Jawohl.
So. Sackgasse? Oh. Wow. Wow. Guck mal, da. Tiere, Tiere. Oh. Das ist eine Blitzpeitsche, wa? Ja. Und diesmal nehme ich sie mit. So. Und zwar möchte ich mal die Waffe wegnehmen und eine Blitzpeitsche nehmen. Vielleicht komme ich mit dir besser zurecht. Okay. Muss ich jetzt durch die ganzen Slimes durch? Oder machen wir das beim nächsten Mal? Ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Genau von hier aus. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later.